Ich möchte euch zeigen, wie ihr das Galar-Pandemos bekommt und somit es zu Pandifrost entwickeln könnt. Dafür müsst ihr die zeitlich begrenzte Fangherausforderung bzw. Freundschaftsherausforderung lösen. Hierzu zeige ich auch die einzelnen Belohnungs-Pokémon. Hier die Aufgaben von der Freundschaftsherausforderung. Tausche drei Pokémon mit einem Freund, ist klar, beliebige Pokémon einfach tauschen. Schicke 5 bzw. 25 Geschenke an Freundin, ist auch klar. Schließe eine neue Freundschaft, wenn man keinen findet, kann man auch einen alten Freund entfernen und ihn wieder hinzufügen, wenn man den Code hat. Und sobald er akzeptiert, hat man ihn wieder als Freund und der Freundeslevel bleibt gleich. Jetzt zum Einlösen der Freundschaftsherausforderung. Was gibt es für Pokémon als Belohnung? Die erste, das Verschicken von 5 Geschenken, gibt es ein Pikachu mit Weihnachtsmütze. Tausche 3 Pokémon mit einem Freund. Dafür erhält man ein Gelatini. Und für 25 Geschenke verschicken erhält man ein Botogel. Das Pokémon für verschicke 3 Tage hintereinander Geschenke kann ich leider noch nicht zeigen, denn das dauert leider noch 2 Tage. Die silberne Beere kann ich einlösen. Und am Ende soll es ein Galar Pandemos geben. Zur Freundschaftsherausforderung. Wie man sieht, allein durch Einlösen von den Pokémon aus den vorigen Belohnungen hat man schon einen Teil der Herausforderung gelöst, insbesondere schon 2 verschiedene Arten von Eis-Pokémon erhalten. Die ersten 4 Aufgaben lassen sich ganz einfach lösen, indem man 40 Eis-Pokémon fängt und hat diese erledigt. Für die verschiedenen Arten von Eis-Pokémon zeige ich euch jetzt einige Pokémon, die aktuell häufiger in der Wildnis vorkommen. Als erstes Gelatini und Botogel, wie aus der vorigen Forschung schon erhalten. Ein Petsniff, Quiekel, Schnäppke, Schneebedeck, Seemops mit Schal, ein Vulpix und auch ein Frigometri und natürlich das ganz neue Pokémon Arctip. Alternativ findet man andere Arten von Eis-Pokémon in Raids, zum Beispiel Kyurem, Lapras und andere. Jetzt zur Einlösung der Fangherausforderung. Die einzelnen Aufgaben, da erhält man Bälle, keine Pokémon, aber die Endbelohnung ist das Wichtigste. Darauf haben viele gewartet, auf das Galar Pandemos. Das Galar Pandemos gab es vor circa einem Jahr schon einmal. Allerdings einen Haken hatte es damals, da musste man es kaufen, nämlich indem man eine spezielle Forschung gekauft hat. Diese gelöst hat, dann hat man es am Ende bekommen. Diesmal hat Niantic es anders gemacht, dass jeder die Forschung umsonst bekommt und somit ein Galar Pandemos bekommen kann, sogar 2. Jetzt mal auf die Bewertung schauen, 3 Sterne, ja, geht einigermaßen. Bei mir wird es jetzt nichts als neues Pokémon angezeigt, logischerweise, ich habe es ja schon. Die Bonbons vom normalen Pandemos gelten hier natürlich auch, deswegen ist auch kein Problem, es zu entwickeln, was ich jetzt hier auch gleich zeige, und zwar nämlich zu Pantifrost. Das hat meiner Meinung nach auch eine coole Animation, so eine Art Stepptänzer mit Stock. Und das Wichtige dabei ist, man kann das sogar als Eis-Pokémon gut einsetzen. Allerdings sollte man da Eissplitter und Eishieb als Angriffe verwenden. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.